Liebe Community, willkommen zu einem neuen Red Dead Redemption 2 Tipps und Tricks Video. Mein Name ist Dennis und ich zeige euch heute, wie ihr das beste Pferd in Red Dead Redemption 2 kostenlos bekommt. Das gilt für die PlayStation 4 und für die Xbox One Version. Also ganz simpel, ihr müsst nur zu einem bestimmten Ort reiten und dieses Pferd ist schon relativ schön und schnell. Der Araber, davon ist die Rede, und dieses seltene Tier, wunderschöne Tier, befindet sich beim Lake Isabella, beziehungsweise dahinter. Nur in diesem Gebiet findet ihr den Araber, das beste Pferd in Red Dead Redemption 2. Also schnappt euch am besten eine schöne warme Kleidung und reitet mit Arthur und eurem Pferd da hoch, schwingt euer Lasso und krallt euch den Araber. Ihr müsst auf jeden Fall das Tier mitnehmen in euer Stall, dann könnt ihr es letztendlich dann auch wieder verwenden. Der Araber kostet allerdings auch relativ viel im Spiel, deswegen ist es eigentlich schon praktisch, wenn ihr den kostenlos findet, oder? Wie das Ganze funktioniert und wie der Araber denn letztendlich aussieht, zeige ich euch in dem Video. Ich würde mich aber freuen, wenn euch das Video geholfen hat und ihr wie immer ein kostenloses Abo da lasst, gerne die Glocke aktiviert und ein Däumchen, dein Support ist kein Mord. Okay, let's go! Alright Leute, wir sind angekommen, da ist es. Leider ist es gerade bei mir im Spiel dunkel. Und wenn ihr das Pferd seht, ja, hier der Araber, ihr seht's, das ist ein sehr, sehr schönes Pferd. Und unten bekommen wir jetzt die Information. Wir sollten uns aber langsam nähern. Wichtig ist auf jeden Fall, das Tier nicht zu verscheuchen. Und wir müssen es auf jeden Fall erstmal beruhigen. Ja, das ist immer wichtig. Wenn ihr euch daran pirscht, guckt, dass alles ruhig und entspannt ist. Wenn ihr nämlich damit 180 Sachen drauf zureitet, rennt es weg. So, da vorne ist es. Wir versuchen das mal einzuschnappen hier. Und dieses Pferd ist wirklich eine Rarität in Red Dead Redemption 2. Ihr müsst auf jeden Fall bedenken, dass ihr dieses Tier nur hier oben in dem eisigen Gebiet bekommt. Es gibt eine Mission, da findet man den Araber tatsächlich auch. Ja. Und ihr seht, es ist halt verängstigt. Deswegen versuchen wir das jetzt eben einzuschnappen mit unserem Lasso. Ganz wichtig hier sind auf jeden Fall die Fußspuren bzw. die Spuren des Pferdes. Und da können wir dann zurückverfolgen, wo es ist. Ach, der Arthur, der ist auch nicht mehr der Jüngste. Ja, und es ist eisig kalt. Wie gesagt, wichtig ist, dass ihr hier oben, wenn ihr das Pferd sucht, auf jeden Fall eine gute und warme Kleidung anhabt. So, wir versuchen es aber nochmal. Langsam beruhigen. Wir nähern uns dem Pferd ganz, ganz ruhig, ganz, ganz ruhig. You're okay now. Ganz ruhig nähern, das ist wichtig. Aber es hat sich festgelaufen, oder? Eigentlich gar nicht mal so schlecht für uns. Aber es scheint ruhiger zu sein. So, ihr schwingt das Lasso und versucht's. Aber es war nicht ruhig genug. Ach, verdammt. Schwierige Nummer. Schwierige Nummer. Aber das ist halt auch, weil es ein besonderes Pferd ist, sollte man das nicht so auf die leichte Schippe nehmen. Jetzt ist es da vorne. Ich bin ja mal gespannt, ob es irgendwann Unicorns gibt, die dann Regenbogen scheißen. Naja. Wir warten ab. Red Dead Online steht ja vor der Tür. So. Okay, wir versuchen es einfach nochmal. Während die Sonne gerade aufgeht. Guck mal, es passt doch. Könnt ihr natürlich auch verfolgen. Hey, come back! Ja, liebe Freunde, ich bin jetzt seit 2-3 Stunden den Araber am Suchen. Ja, und ich finde ihn tatsächlich nicht mehr. Ich habe das ganze Gebiet abgesucht, aber ihr habt ja gesehen, er ist da. Ja, er ist da. Aber die Frage ist, wo? Wo befindet sich dieses Pferd? Ich glaube, wenn man es verbockt, so wie ich. Ja, da sind auch Ziegen, deswegen. Bock. Ziegen, Bock, egal. Wenn man so verbockt wie ich, ja, beim Einfangen und erschreckt das Tier, dann verschwindet es und man muss gucken, dass man es irgendwie anders wieder sieht. Also ich bin jetzt mehrmals das Areal abgelaufen, deswegen schreibt doch mal in die Kommentare, ob es bei euch geklappt hat, ob ihr den Araber gekriegt habt, und ich würde es in einem Let's Play dann nochmal versuchen. Fakt ist aber, der Sinn und Zweck dieses Videos ist ja erfüllt. Ich habe euch gezeigt, ihr findet hier das beste Pferd. Es ist zugleich auch das schnellste Pferd, komplett weiß, ja. Und treibt sich, wie gesagt, genau hier in dieser Gegend rum. Euch wird auch angezeigt, genau hier, euch wird auch angezeigt, dass es ein seltenes Tier ist. Und deswegen versucht euer Glück. Ich reite jetzt nochmal geschwind mit euch dahin, aber ihr werdet sehen, bei mir ist dann nichts mehr. Ja, weil ich glaube, wenn man es einmal nicht schafft, ist es weg. Und vielleicht habt ihr ja Glück. Vielleicht habt ihr ja Glück und könnt den Araber fangen. Mir werden auch keinerlei Spuren angezeigt, nichts.
Und ich probiere jetzt inzwischen schon 2-3 Stunden, dieses wunderschöne Pferd zu finden. Aber ihr werdet wahrscheinlich Glück haben, denn ihr seid ein bisschen geduldiger. Interessant ist aber, dass die Wölfe immer hier despawnen. Die sind immer wieder da. Ja, ich habe die schon mal umgebracht, aber die tauchen immer wieder auf. Ihr seht, ja, hier wird mir nichts angezeigt. Was man vielleicht probieren könnte, ist einmal, wenn man es nicht schafft, aus dem kompletten Schneebiom rauszureiten und es zu probieren. Also es war ja vorhin genau hier, wo ich jetzt bin. Und leider habe ich kein Glück mehr. Aber ihr bestimmt. Ich habe euch die Location gezeigt. Das Pferd wartet auf euch. Probiert es aus. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr es geschafft habt. Ja. Und dann probiere es auch nochmal später. Vielleicht muss ich einfach mal später wiederkommen. Ein bisschen weiter im Spielverlauf. Wir sehen uns. Danke fürs Zugucken. Und ich bin sehr, sehr, sehr auf euer Kommentar gespannt, ob ihr den Araber in Red Dead Redemption 2, das schnellste Pferd, kriegen konntet. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst ein Däumchen da. Ich hoffe, ich konnte trotzdem den Sinn und Zweck des Videos irgendwie zeigen. Es ging um die Location. Macht's gut. Tschüss.